Boys Kitzfinale 2022 mit Avec Monet und Yama. Manu ist auch dabei. Manu. Wir warten gerade auf unseren Corona-Test. Die sind bestimmt negativ. Und dann geht's los mit den Proben. Das ist am Morgen verteilt Kummer und Sorgen. Kaffee Nummer 1. Countdown startet. Countdown startet jetzt. Let's go. Drehen um noch ein Tick, Jump. Zweimal. Mhm. Genau. Gotta change my answering machine. Now that I'm alone. Dun, dun. Now that I'm alone. Dun, dun. Genau. Das ist aber Musik. Ding, ding. Genau. Und der ist klick und dann nutzt die Hacke. Genau, Hacke. Dann hast du einfach nur einen Schritt tief in deine Emotionen. Ganz drin. Der Schritt. Step, das ist wie ein Stoppen. Frische Erdbeeren mit einer Kugel Vanilleeis. Vanilleeis. Hammer. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Delish. How about you? I'm having an oat milk cappuccino. Nice. And just some strawberries. Let's go. Wir haben jetzt Feierabend. Fast. Gehen jetzt noch einmal ins Studio und checken da ab, ob das alles auch so klappt mit dem Platz, wie der Manu sich das gedacht hat. Drückt uns die Daumen. Good morning! Heute ist der zweite Tag von den Proben fürs The Voice Kids Finale 2022. Da kommt ein Auto. Und heute wird es in dem Sinne spannend, dass wir heute praktisch die Nummern auf der Bühne tanzen müssen. Und dann eben geschaut wird, ob die drin bleiben oder nicht. Also heute müsst ihr uns wieder die Daumen drücken. Ja, ist ja natürlich cool, weil wir haben halt gestern viel geprobt und Manu hat sich ja alle Choreos ausgedacht und dann hofft man natürlich auch, dass alles so abgenommen wird, wie es halt geplant war. Ja, also das ist heute so Tagesprogramm. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg. Gleich gibt es natürlich erstmal wieder einen schönen Corona-Test und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Wir nehmen euch natürlich wieder mit. Zweiter Tag im Studio, zweiter Probentag. Wir sind ready, so to ready slay to another day. Und heute wird entschieden, ob die Nummern drin bleiben. Also heute müssen wir glänzen. So wie jetzt gerade. Genau. Schein. Aber bei Team Super muss man ja gar keine Sorgen. Mm-mm. Let's go. Wir nehmen euch jetzt mal mit zu unserem Probenraum. Hier ist noch alles dunkel und alles abgeschlossen. Abgeschlossen. Manu ist sichtlich begeistert darüber, dass es wieder mal abgeschlossen ist. Wie sieht's heute bei dir aus? Bist du aufgeregt vor den Proben, dass alles... Aber hoffst du, dass alles drin bleibt so, oder? Hofft ihr, dass ihr alles tanzen dürft? Na, auf jeden Fall. Ja, dann hoffe ich auch, dass alles drin bleibt. Okay. Und du, Nate?
sehr, 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 wie sagt man das, mit voller Hoffnung, sagt man das im Deutschen? Sehr voller Hoffnung? Ja. Wow. Wir werden die Bühne rocken. Sehr hoffnungsvoll. Danke, genau. Hoffnungsvoll. Sodass sie noch mehr haben wollen. Ja. Because wir zeigen nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was wir können. Und wir, ich kann kein Deutsch gerade reden. We're gonna make them want more. Hammer. Exactly. Team super. Super duper. Die Proben gehen jetzt los. Let's go. Wir haben jetzt gleich Probe auf der Bühne und hoffentlich läuft alles gut. Over and out. Vielen Dank, großartig. Wir bauen bitte um und begrüßen als nächstes Benny auf der Bühne. So sick. Counter. Ich mach kurz lauter. Ready? Ja. Da, wo stehst du? Ja. Es ist wieder soweit. Espresso-Time. Pup. Ja. Süße. Espresso-Dance. Espresso-Dance. Ja, läuft ja noch nicht so hier. Was gibt's denn bei dir jetzt, Emma? Hafer, Cappuccino. Cappuccino, look at this. Seit diesem Jahr gibt's jetzt auch beim Automat Hafermilch hier. Das ist richtig super. Hier nochmal der Beweis. Ich fange hier an. Genau, und halt darauf achten, so, dass wir so ruhig bleiben. Nicht zu sehr auf Full Out sozusagen, im Sinne von alles krass. Ja. Okay. Pop, pop, pop. Aber es klingt halt irgendwie ein bisschen schwierig manchmal, weil man muss trotzdem so groß und den Weiten nach nicht zu, so, ich mach's jetzt alleine. Diesen und schmalen Rad zu finden, genau. Das ist halt genau ja. Ich den Punkt erreiche. Ja, voll. Okay, und auch wenn wir halt laufen, dass wir dann nicht nur so dieses, was ist da, 16, 5, 6, irgendwas. Ja, okay, fresh. Nochmal. Fangen wir einmal? Ja. None of my answer machine. Now that I'm alone, and in the noise that we can't come to the home, and I know it makes no sense. Also, you walk out the door, that's the only way I hear your voice anymore. Step it. Also, Step, ich mach immer nur vor, das fängt genau gleich an. Noch. 10, 5, 6, 7, 8. It's ridiculous, it's not much. For some reason I just can't get over us. And I'm stronger than this. Hey. Enough is enough. No more walking around, my head down. I'm so over on the jump, crying over you. And I'm so sick of love songs. So tired and tears. So done we wish that you were still here. And I'm so sick of love songs, so sad and slow. So why can't I turn off the radio? Und drehen. Hammer. 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 Dann können wir auch direkt so. Ist noch ein bisschen ausbaufähig. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Yes. Und wir müssen nicht dabei singen. Toll. Zum Glück nicht. Machen es die Leute, die so gleichzeitig singen, so full out. Du hast ja auch letztens geübt, oder? Habe ich gesehen? Ja, ein bisschen. Ist hart, oder? Ist hart, ist sehr hart. Okay. Zum Glück haben wir heute nur tanzen. Jetzt gehen wir zum Styling. Outfit check! Drückt uns mal die Daumen, dass wir fresher Outfits haben. Oh ja, das ist richtig. Freshy, Nessy. 90s, 20s. Super. 90s, 20s? 90s, 2000s. Genau. Meine ich doch. Meint er doch. Ist doch dasselbe. Bis gleich, Lois. Hey. Oh, voll nice. Ja. Ja,
Kurze Info, beim zweiten Durchgang werden wir Pyro angedeutet schießen. Jetzt. Zwei Nummern schon getanzt, genau. Und warten jetzt auf den nächsten Einsatz. Aber wir haben kurz Pause, um uns auszuruhen. Kurz zu atmen. Toilette zu gehen. Was man sagen, alles so machen muss. Aber das Gute hier ist, wir haben sehr schöne Sprüche. Ja, so sweet. Das ist super süß, die uns zeigen wir euch gleich mal. Wie fandest du so gerade die ersten beiden Nummern? Ich fand die voll nice. Also ich hatte Spaß gehabt. Es war natürlich erstmal ein bisschen aufregend, weil ich nicht wusste, was ableuchten wird. Es ist halt immer so, ne, wir proben halt, wir haben so Props in der Hand, so Leuchtstäbe, und wir proben die ganze Zeit ohne. Und heute wurden auch nochmal viele Sachen geändert, spontan. Und dann gehen wir halt bei der Generalprobe das erste Mal auf die Bühne und haben halt das erste Mal wirklich diese Leuchtstäbe in der Hand. Und es ist halt schon was komplett anderes. Auf jeden Fall. Also ich habe auch so zum Beispiel gesehen, dass ich wollte dann halt beim Hochnehmen das auf der Stange machen und du hast dann runter gemacht und dann musste man sich halt so voll spontan anpassen, aber es hat ja alles geklappt und Generalprobe ist ja trotzdem noch eine Probe. Auf jeden Fall, genau. Also dafür ist ja auch da, trotzdem ist man so ein bisschen ja, und so ist auch jetzt die ganze Probe eigentlich so. Deswegen. Aber wir schaffen ein Drittel haben wir jetzt erstmal. Genau. Und morgen ist dann Showday, dann wird alles gut laufen. Yes, let's go. Hier ist unsere kleine Quick-Change-Garderobe, hier sind unsere Outfits. Ey, wie hammer sieht das aus, oder? Also das Styling hat sich auf jeden Fall wieder Mühe gegeben. Bonbon, Party-Modus auf jeden Fall. Ist ja auch die Jubiläumsstaffel von The Voice Kids. Und hier einfach so sweet an der Wand sind so You can do it, I believe in you. Just take deep breath, it's alright. Und Nates Lieblings. Stay strong. Wie macht der? Und hier sehen wir, wie Emma einfach fertig ist vom Tag. Erzähl mal, Emmchen. Emmchen, meine Oma immer so. Echt? Ich bin müde. Und ich bin nicht so zufrieden mit mir, muss ich sagen. Jetzt von der Generalprobe, die letzte Nummer war irgendwie ein bisschen wischiwaschi. Wischiwaschi. Aber dafür ist ja die Probe da. Jetzt weiß ich, dass ich bis morgen nochmal ranklotze. Mhm. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Heute ist Showday. Jetzt gerade im Garten, die Sonne ist so hell, ich kann gar nicht meine Augen aufmachen. Ich sitze gerade hier mit meinem Kaffee. Und probiere ein bisschen so die letzten Tage zu reflektieren und einfach auch zu merken, dass ich halt jetzt einfach das dritte Jahr dabei bin, macht mich so happy. Und irgendwie war es natürlich immer ähnlich, aber doch komplett anders, weil es eben immer so darauf ankommt,
was für Nummern man hat und so weiter. Und das Team ist natürlich auch immer anders und ich selbst war auch in allen Momenten einfach in so einer anderen Phase von meinem Leben. Und ja, trotzdem bin ich mega, mega dankbar und freue mich so doll auf nachher, vor allem, weil ja mein Bruder auch auftritt und ich freue mich auch, ihn dann wiederzusehen. Letztes Jahr habe ich ja für ihn getanzt und es ist jetzt einfach wie so ein kleines Revival, ein Jahr später wieder, wenn nicht zusammen auf der Bühne, aber immerhin auf der gleichen Bühne aufzutreten. Yes. Cheers. Let's go, show day, woohoo! Backstage, unserem kleinen Aufenthaltsflürchen, Räumchen. Und meine Haare muss gleich noch aufmachen. Die schönen Locken. Wie spät ist es jetzt? Noch 15 Minuten. Dann geht die Show los. Dann haben wir erstmal unser Opening mit Pietro Lombardi. Und dann geht's weiter. Let's go. Guten Tag. Wir müssen gleich raus, Nate. Das wird einfach... Es gab eine kleine spontane Änderung während der Show. Eine Nummer konnten wir jetzt nämlich doch nicht tanzen, weil das Talent krank ist. Und deswegen wird dafür jetzt halt die Generalprobenaufzeichnung sozusagen genommen von gestern. Bisschen schade um ein schönes Make-up, aber naja. Ja, sowas passiert halt auch während einer Live-Show. Da mussten wir halt jetzt schnell reagieren. Beziehungsweise nicht reagieren, weil wir jetzt halt nicht tanzen, die Nummer. Ist natürlich schade, aber die Gesundheit geht natürlich vor. Und wir hoffen, dass sie ganz schnell wieder gesund wird. Was geht bei dir? Ich bin ganz glücklich. Wieso wohl? Weil ich Espresso habe. I love to espresso myself, wie man so schön sagt. Aber ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Es geht aber tatsächlich so schnell. Ja. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein Tag zum anderen, wo wir zeitlich sehr viel Platz haben zwischendurch. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall noch auf die nächsten Nummern. Weil das sind auf jeden Fall eine meiner Lieblingsnummern jetzt. Cooli Muli. Das Finale ist vorbei. Es hat so Spaß gemacht.
Ach, war so cool, auf der Bühne zu stehen. Hey. Und diese Aftershow war. Ja, Mann. Hat danke super viel Spaß gemacht. Danke nochmal an Anti Agency und Nikita für die Möglichkeit. Schön, wir werden gleichzeitig die ganze Zeit. Danke euch. Vielen, vielen lieben Dank. Schaut mal, wen ich hier getroffen habe. Live on stage mit Rudi. So crazy, das Ding. Hallo. Mein Gesicht, deswegen verfolgt es nicht dich. Ja, das ist ja unfair. Ist auf meinem. Du läufst mit rein. Die Show ist geschafft. Und schaut mal, wer hier ist. Sascha! Ich danke euch. Und Egon ist auch hier. Ja, Egon ist heute aufgetreten, habt ihr ja gesehen. Und die Tage sind jetzt vorbei. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die Proben gefallen, auch wenn wir natürlich nicht so viel zeigen konnten. Und ja, wer weiß, vielleicht mache ich ja sowas nochmal. Rudi muss mir noch ein bisschen Nachhilfe geben. Und bis dahin, cheers! Yes! Apfelsaft! Weiß, Kids! Rock'n'Roll!